Professoren gegen Studenten bedeutet so viel wie, dass Professoren verschiedener Hochschulen hier auf der Bühne gegen Studenten der Philipps-Universität Marburg antreten. In einem Dichterwettkampf. Aus dem Leben eines Erstis, Ersti sein. Neue Stadt, neues Leben. Ich schleiche unauffällig durch meine neue Stadt. Ich kann den Blutdurst förmlich in der Luft spüren. Man hatte mich schon vorbereitet, aber dass es so schlimm werden würde, hätte ich nicht gedacht. Wie eine Zielscheibe scheint es auf meine Stirn gepinnt zu sein. Ich bin Ersti. Ersti! Achtung, Ersti! Ruft auch schon der erste Passant, den ich gerade gefragt hatte, wo denn die Mensa wäre. Die Straße leert sich schlagartig. In der Mensa dann nehme ich den Ersti-Eingang, also den Bediensteten-Eingang. Ansonsten kommt man da als Ersti gar nicht erst rein. Ich habe mittlerweile über 40 wissenschaftliche Artikel geschrieben, ganz ohne Bart. Ich verrate Ihnen heute, wie man das macht. Zunächst benötigt man einen komplizierten und beeindruckenden Titel. Das Interesse des Lesers soll geweckt werden. Nicht durch Neugier, nein. Man muss die Arroganz des akademischen Lesers ansprechen, der überzeugt ist, alles zu verstehen. Zum Beispiel sowas. Psychoakustische Korrelation gravitationsinduzierter Singularitäten in ligniden Organismusformationen. Das heißen, macht ein Baum ein Geräusch in der Umfeld und keiner zuhört. Darunter, also unter dem Titel, folgt eine Autorenliste. Idealerweise mindestens über zwei Zeilen erstreckt und gespickt mit willkürlich eingestreuten Satzzeichen und lustigen hochgestellten Symbolen wie Sternchen, Kringeln und auch Totenkreuzen. Ich laufe einfach die Straßen entlang und dann. Löwe. Das Vieh sieht mich erwartungsvoll an. Ich interessiere mich aber nicht für es. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Als es partout nicht aufhört, will mich anzusehen, mache ich so. Es fliegt weinend hinfort. Was für ein unnötiger Auftritt. Ich interessiere mich nicht für Raubtiere und möchte auch keine sehen. Wenn ich mir Raubtiere ansehen will, sehe ich die Liste der DAX-Unternehmen durch. Mann, bin ich heute wieder kapitalismuskritisch unterwegs. Ich, alter Gesellschaftskritiker. Ich, linke Sau. Der FB03 lässt grüßen. Plötzlich und so weiter. Menschen meckern immer an ein System herum, dessen Teil sie sind. Kurz später, ich stehe im Stau. Das sagt jeder. Dabei sind sie alle zusammen, der Stau. Man kennt sie vom Hörensagen und vom Sagenhören, die Wort-Wort-Kombinatorik, zwei Sinneinheiten zu einer verquickt. Der Wortbaukasten ist einfach wie Lego, der Satzbau-Bausatz ist effektiv wie Steno. Ich baue verkuppelte, gekoppelte, angedockte und verdoppelte Worte. Zum Beispiel passt hier besonders gut Menschen, Traube, Daumen, Schraube, Lach, Wurst, Wissens, Durst. Untoppbare Notiz, Block, Klopper, Buckepack, Termini, Sprach, Doppelwopper. Ich spüre Worte vom Sedan, öffne dich zum Mond, geh wieder zu. Manche passen zusammen wie Yin und Yang, Stimme, Gesang, Sinn und Klang, wie Schelte und Ärger, wie Leuthäuser und Schnarrenberge. Manche unzertrennlich wie Umkehr
mal, wie Kissenschlacht und Schlachtkissen, wie Wissenschaft und Schaftwissen, wie Zuckerschnecke, Schneckenzucker, Knusperecke, Eckenknusper, wie Tagtraum und Traumtag, wie Schlagschaum und Schlaumschlag, wie Kranzlerkaffee, Kaffee, Kranz, Glanzidee. Tintenklecks beglückte Tatterkreise tanzen zurück und vor. Sie schauten den Stuhl ganz leise. Sie wandern kopflinks vor das Tor, das wir so eisern Türen nennen, wo wir Kitsch dem Lindbaum flennen, an seiner Rinde nutzen, lutschen, statt erkennen, dass darunter Feuer brennen. Glück bekleckste Tintenkreise, die von Tattergreisen Hand uns als Worte Boot sind auf der Reise, die uns weit tragen aus dem Land, in dem Worte den Beamtenstaat vertreten, sich auf Mahnbescheiden irren, zu Werbezwecken ganz betreten, feststehen, statt frei zu schwirren. Wenn Worte zu Geschichten wachsen, die vielleicht ein Tatterkreis erzählt, die Heimstatt sind für all die Faxen, die man meist noch eher für sich behält, dann kann man ganz leicht die Leine kappen, die das Schiff am Ufer hält. Dazwischen. Das wird sich wahrscheinlich heute nicht klären lassen. Wir haben allerdings ein Ergebnis, wer besser dichten kann. Und zwar haben wir für die Studenten eine Punktzahl von 96 Punkten. Ist das viel? Ja. Denn die Version hat 110 Punkte.